Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Ja, wie ihr seht, ich habe schon alles vorbereitet gehabt, aber die Aufnahme hat nicht funktioniert. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass wir das Spiel jetzt haben. Ich hatte selbst schon ein bisschen länger gehabt. Ich dachte, der Preis fällt ein bisschen schneller, so auf 25 Euro. Wir haben jetzt 36 bezahlt bei Instant Gaming. Also, ja, so. Wir werden den ja nochmal löschen. So, neuer Charakter. Müssen wir gleich mal gucken. Genau, das könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr auf Pause drückt. Das Spiel ruckelt überhaupt nicht. Es hat mir mit meiner Grafikeinstellung, es hat niedrig empfohlen. Wir sind auch komplett auf Ultra und der Wild sind auch in 4K. Ich habe einen reinen AMD-Rechner, das ist der 5600X, 6-Kerner. Aber das haben sie vor einem Jahr schon gesagt, dass das eigentlich ausreicht für jahrelang. Ein 8-Kerner oder was am besten noch ein 16-Kerner braucht man eigentlich noch gar nicht. Für die. Na gut. Und dann habe ich die Power Color 6900 XT Red Devil Ultimate. Also dieses ist die schnellste 6900 auf dem Markt. Alles klar, meine lieben Freunde, dann geht's los. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Achso, okay. Ich hatte den Charakter für manche Sachen. Also ich glaube immer nicht an Zufälle. Eigentlich noch gar nichts, also auch dass es jetzt gerade vorher nicht funktioniert hat, das sollte vielleicht so sein. Hier gibt es eine langhaarige Frau, die hat ein schöneres Gesicht. Das Gesicht gefällt mir gar nicht so gut. So, mal sehen. Was andere Frauengesichter wir noch haben, das gefällt mir natürlich überhaupt nicht, also mir auf jeden Fall nicht. Ist das ein Mann oder eine Frau? Das ist eine Frau. Okay. Ja, eigentlich gefällt mir das erste am besten. Gut, Gesichtsform. Ach so, das ist ja wieder. Das war die erste. Nee, das wollen wir nicht haben. Suchen wir mal das Beste raus. Das sind eigentlich dieselben, die wie in der ersten Folge. Bloß, da hat die Aufzeichnung nicht geklappt. Nee, also da muss ich schon sagen, gefällt mir die wirklich am besten. Hautfarbe ist eigentlich schon gut. Das ist ja ganz blass. Na gut, wir setzen nachher auf rote Farbe an Haare. Einen Moment, ich mache nochmal eine Zigarette. Ja, wollen wir sehen, wie viel Spielzeit. Ich habe ja einige Projekte momentan im Start, auch auf der PS5 mit PlayStation Plus Premium. Horizon Forbidden West zum Beispiel, also eines der besten Spiele, die ich seit sehr langer Zeit spielen durfte. Vor allem ist schon bei PlayStation Plus extra mit drin. So, rothaarige Frauen sind meistens nicht so dunkelhäutig. Das ist mir eigentlich schon alles, das ist ja auch schon noch so dunkelhäutig. Also so ist eigentlich am besten. Brille auf gar keinen Fall. Das lassen wir alles so. Also mit den Haaren war ich schon zufrieden. Es gibt diese lang. Ja, ich sag's ja nochmal, wie gesagt, das ist jetzt endlich mal wieder ein Spiel, wo man die Haare auch noch länger machen kann. Die meisten Spiele die letzten Jahre waren, oder fast alle, nur bis zum Kinn. Maximal bis zur Schulter, aber nicht über die Schulter hinaus. So. Ja, das ist hier eben fast dasselbe, bloß. Na ja, gut, aber das ist eine schöne. Unten noch ein bisschen Strähnen drin, ne? Also wie man. Das ist das Schönere daran. Das steht aber leider über die Stirn. Das ohne Stirn sieht man das Gesicht besser. Und dann gibt es noch das hier, ne?
Ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber wir nehmen das wieder. So, Haarfarbe. Ja gut, ich dachte eigentlich, das ist jetzt rot, aber das ist mir eigentlich zu hell. Das ist eigentlich das richtige Rot. Das sieht hier noch nicht so richtig rot aus, aber ich zeige euch das nachher. Ich habe ja die Folge schon gespielt, so 40 Minuten. Dann werdet ihr sehen, an einer bestimmten Stelle jetzt gleich im Spiel, wie schön rot die sind. Also das ist optimal. So. Gesichtsfarbe. Ach so, ja genau. Augenringe wollen wir nicht haben. Das die, da. Gut, dass wir es das nochmal neu gestartet haben, weil. Moment. Hier sind Sommersprossen. Wir hatten das auch auf dem Stirn. Das war mir zu viel, also ein bisschen machen das komplett raus. Ein richtig sauberes Gesicht, was wir haben. So. Auch die Sommersprossen sind noch drin, die sind komplett raus. Was ändert sich hier? Ach so. Ohne die Sprossen. Ja, so, ein bisschen rote Wangen und ein bisschen auf den Stirn. Narben auf gar keinen Fall. So, Augenfarbe. Soll ein bisschen stechender sein. Moment. Das kenne ich schon. Da gibt es noch was Stechenderes. Das hier. So. Augenbrauenfarbe. Ist eigentlich gut. Kann man so lassen. Augenbrauenform. Lassen wir auch so. Gut. Das ist die Männerstimme. Das war gar nicht schlecht. Aber war natürlich nicht. Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Und wir wollen Geschichte nehmen als Schwierigkeitsgrad. Kann man bestimmt auch umändern wie bei anderen Rollenspielen. Später, aber ich möchte eigentlich nicht so viel, dass wir gut durchwaschen können. Also, nee, nicht durchwaschen. Waschen tue ich gar nicht. Also ich meine, gut durchkommen durch Spielen, dass wir nicht zu oft sterben und das wird einfach die Folgen vom Let's Play zu lange machen. Ich rasche überhaupt nicht durch, eher im genauen Gegenteil. Weil ich habe auch einen Blick für Details, bin Detail verliebt. Aber ich würde auch sagen, der Teufel steckt, was heißt der Teufel kann im Detail stecken, aber vielleicht auch der Schöpfer. So. Jetzt zeige ich euch mal den Namen. Maid Marian ist die Verliebte, die von Robin Hood. Die Geliebte. Ja, und wir wählen die Schlafsaal als Hexe und ich als Zauberer. So, es geht los. Ich weiß schon, was gleich kommt. Ich wünsche euch viel Vergnügen, meine lieben Freunde. Endlich haben wir das wunderschöne Spiel auf meinem Kanal für euch. Und für mich. Es geht los. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unseren neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schul... Eleazar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Hm? Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nicht, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen.
noch vor der Schottlandreise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen nicht was. Festhalten! Alles in Ordnung? Oh. Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. So, meine lieben Freunde, da sind wir im Spiel. Es geht los. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum? Und ich rauche jetzt auch. Wir sehen uns, was Sie dampfen. Schau euch das an.
Phänomenal, oder? Wie weit hat uns der Portschlüssel geführt? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen, glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es ihnen gut geht und sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Aber natürlich, Sir. Gut, lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Schön aufpassen. Woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschten. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam, aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist, obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. So, geht los. Ausgezeichnet! Kenn ich alles? Ist doch alles selbsterklärend. Das war etwas holpriger als erwartet. Ah, da oben. Nicht mehr weit. Gleich davon. Halten Sie ruhig. Genau hier. Seht ihr die roten Haare? Also das passt perfekt. Hier sehen sie ganz anders aus als in der Charaktererstellung. Ja, und wenn ihr meinen Kanal schon kennt, dann wisst ihr auch, dass ich eigentlich ziemlich viel rauchen tue. Ich habe meine E-Zigarette wieder gangbar gemacht. Das ist aber richtig mit Akkuträger von Geek Vape und Smogkopf obendrauf. Aber beides habe ich schon 3 Jahre. Ich habe es lange nicht benutzt. Ja, und jetzt dampfe ich auch wieder. Auch beim Spielen, und das spart Geld. Ist besser für die Gesundheit. Schmeckt gut und macht Spaß. Alles klar, meine lieben Freunde, geht weiter.
das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Professor, es ist so eine Art Wandbild. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. So, und jetzt müssen wir außen rum. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er nur blockieren? Was ist das? Professor Fig! Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Der das Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Was in Merlins Namen? Patricks Herz! Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Hallo? Unmöglich. Einen Moment. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut, die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Nummer
Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Was meinen Sie, wonach wir suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Erfolg. Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Doch, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie, unseren Weg heraus verdienen? Glauben Sie, das ist eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Ich sehe da vorne etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder, aber auf dem Boden. Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, mir geht's gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue?
Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Es muss einen Grund für dieses Spiegelbild geben. Revelio! Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Sehr gut. Und jetzt dreht sich das Spiegelbild zu mir. Es folgt wirklich dem Licht. Nicht gut. Protego! Lumos. Wohin soll ich nur gehen? Was ist hier los? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Ah, dorthin führen sie mich. Das Leuchten wieder. Mich allein gestellt. Lumos. Protego. Hey, einen Moment. Lumos. Oh. Die Statuen vor ihre Spiegelbilder schieben. Ach so. Mal sehen. Vor ihre Spiegelbilder. Vielleicht muss jeder gleichzeitig zum Stehen kommen. Okay. Gleichzeitig. Du bist ja hier, ne? Ich habe wohl keine Wahl. Pass auf jetzt. Ich werde mir meinen Weg hier herauskämpfen müssen. Yeah.
gedrückt halten. Brauchen wir nicht. Da sind sie ja. Wie haben sie... Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Ich habe das gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja. Und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten. Das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie, genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie... Scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem.
Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Ranrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja die junge Dame hier hilfsbereiter. In Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los. Die Einführungsfeier wartet auf uns. Thank you.
Ah, meine lieben Freunde, ist jetzt los. Muss vielleicht auf die SSD installiert werden. Oh, gut. Die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte. Doch, das scheint angemessener. Schicki, schicki. Ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Ja. Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fig, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fig. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl? Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. So, meine lieben Freunde, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter im Spiel. Ich freue mich auf den Unterricht. Ich will unbedingt erkunden. Erkunden, ne? Ich freue mich schon darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Kühnheit, Neugier, Loyalität, Ehrgeiz. Nur Neugierigkeit steckt eigentlich in jedem Mensch. Loyalität eigentlich nicht unbedingt. Ehrgeiz. Wir nehmen Neugier. Lernwilligkeit? Ich mag gute Rätsel und ich denke, ich habe einen schnellen Verstand. In der Tat, du bist schlau. Was andere verwirrt, erfasst du mit klarem Verstand. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell. Vielleicht gehörst du nach Ravenclaw. Die Einweihungsfeier. Der sprechende Hut wird deine Entscheidung berücksichtigen, wenn er dich einem Haus zuweist. Haus Ravenclaw, bekannt für Intelligenz, Kreativität und Scharfsinn. Jo. Machen wir. Warum nicht? Du gehörst nach Ravenclaw.
Und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe! Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber Sie sind sicher bereit dafür. Ganz recht, Professor. Das ist der Eingang zum Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Sie müssen ein Rätsel lösen. Dabei kann ich Ihnen kaum helfen. Solcherlei Rätsel waren noch nie meine Stärke. Meine eigentlich auch nicht. Wer lebte länger? Das Gespenst? Oder der Poltergeist? Ein Geist oder Poltergeist? Ein Nichtlebewesen kann nicht gelebt haben. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. So, meine lieben Freunde, jetzt sind wir im Spiel angekommen. Wo wir das erste Mal... Man kann jederzeit speichern, jetzt müsste das auch gehen. Jawohl. Nice. Ja, manchmal sind die Ladezeiten ein bisschen schnell, es ist auch schon... angezeigt worden, dass man eigentlich das auf die SSD installieren sollte, aber ich habe nur 1 Terabyte. Unten seht ihr meinen Namen von Steam. Genau der gleiche, so wie er da ist, in der Mitte ein Gleichzeichen. Ja, und dann könntet ihr mir bei Steam, wenn ihr wollt, eine Freundesanfrage schicken. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Spiel. Wollte schon lange haben, aber ich dachte, es fällt im Preis, es ist ein bisschen im Preis gefallen. Bei Instant Gaming, ne? Ja, und jetzt mal ein Spiel im Monat für mit Gebühren und alles für 43 Euro. Ja, mal sehen, wie viel Spielzeit wir da rauskitzeln können. Es hat einer das Spiel auf fast 100% durchgespielt und hat dafür auch 100 Stunden gebraucht. Rollenspiele sind sowieso meine Lieblingsspiele, ne, für sich. Bald sollte, glaube ich, auch ein neuer Teil von Skyrim kommen. Aber das kann vielleicht noch ein bisschen dauern. Ja, meine lieben Freunde, da ist wieder ein bombastisches Spiel auf meinem Kanal für euch und für mich auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und habt Lust auf das Projekt. Alles klar, dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen. Und wünsche euch immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye-bye.